Tage der Ermutigung. So schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Diese Woche ist eine Woche, wo wir neu ermutigt werden, in der Zeit, wo wir echt schwere Zeiten haben, in Deutschland, weltweit. Und wir brauchen Tage der Ermutigung. Und wir brauchen Ermutigung nicht von Daniel oder von Maria, wir brauchen Ermutigung vom König der Könige, der in seinem Wort gesagt hat, dass er uns liebt, dass es vollbracht ist. Und wir wollen ganz bewusst heute auf das Wort Gottes schauen. Wer ist Jesus Christus? Und ich möchte dich ermutigen, bevor wir starten mit der Predigt, dass du jetzt wieder dein Herz aufmachst für ein Zeugnis, für eine Lebensgeschichte, die verändernd ist. Und ich möchte dich ermutigen, während du das hörst, mach dein Herz auf und du kannst es selber ergreifen, dass so wie Gott diese Person verändert hat, so kann er auch dein Leben verändern. Und mach dein Herz auf und empfange jetzt das, was Gott dir sagen will, auch durch dieses Lebenszeugnis. Hallo, ich bin die Nelly und ich darf euch heute von meinem Leben erzählen. Genau, also ich bin jetzt mittlerweile 40 Jahre alt, habe 2 Kinder und einen Mann, bin wirklich sehr gesegnet und muss sagen, dass Gott alles für mich ist. Und ja, ich darf euch so ein bisschen erzählen, wie es mal früher war. Und zwar, ich komme aus einem christlichen Elternhaus. Genau, meine Eltern waren eigentlich, wir kommen also ursprünglich aus Russland. Seitdem wir in Deutschland sind, sind wir immer in eine Gemeinde gegangen. Schon immer zu strahlender Freude, genau. Und da bin ich als Kind auch groß geworden, war immer schön im Kindergottesdienst und war immer mit dabei, jeden Samstag und jeden Sonntag. Genau, mit 8 sind wir ungefähr hier rübergekommen nach Deutschland und dann genau bis circa 12. Bis ich circa 12 war, genau. Und dann kamen so langsam die Mädchen dazu und meine Freundinnen, mit denen wir uns auch viel getroffen haben, mit denen ich auch in der Klasse war und in der Schule und auch aus einem Ort. Wir haben uns immer sehr gut verstanden. Und ich hatte eine Freundin, die hatte eine große Schwester. Und zu der haben wir immer so ein bisschen aufgesehen und haben immer geschaut, was die so macht. Ja, und da meine Freundin eigentlich nicht christlich war und wir viel miteinander abgehangen sind, genau, immer viel zusammen waren, habe ich dann doch auch schon mal samstags oder sonntags den Gottesdienst ausfallen lassen und war viel dann auch mit meiner Freundin zusammen. Und ich muss sagen, obwohl ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin, habe ich Gott gekannt. Ich wusste, dass es ihn gibt, aber irgendwie hatte ich jetzt keine wirkliche Beziehung zu ihm. Er war schon wie ein Vater für mich, aber jetzt nicht unbedingt wie ein liebender Vater, der auch auf mich achtet, der mich liebt, der jetzt auch wirklich mich behütet und beschützt. Dieses Gefühl hatte ich jetzt nicht unbedingt. Ich wusste einfach, er ist da und wir beten zu ihm und so war es eigentlich. Ja, deswegen war es jetzt für mich auch gar nicht mehr so wichtig, in den Gottesdienst zu gehen. Meine Freundin war ja da und wir haben ja immer coole Sachen erlebt, waren immer viel draußen und irgendwann kam das dann wirklich so, dass ich auf die Meinung meiner Freundinnen mehr Wert gelegt habe als auf mich, auf mein Gefühl, auf meine Eltern, auf Gott, auf Gemeinde. Ja, irgendwie war das alles gar nicht mehr so wichtig. Und da fing es eigentlich an, dass ich schon mehr drauf geschaut habe, wie sind die anderen so, wie sehen sie aus, was denken sie über mich, wie sieht meine Freundin mich, was macht sie so. Und genau diese große Schwester, die war so mega cool und die hat sich auch geritzt und das fanden wir natürlich sehr interessant und dachten, wow, cool, ja, die zieht die meiste Aufmerksamkeit auf sich, echt toll, mhm. Und haben das mit unseren 12, 13 Jahren dann auch mal ausprobiert und dann immer so ein bisschen heimlich miteinander gemacht. Natürlich, das tut ja auch weh, muss man sich dann auch eingestehen. Und trotzdem ist dann die Reaktion der anderen cooler als der Schmerz. Und man denkt sich, ja, wow, alle fragen, was hast denn du da und warum machst du das? Und du bist dann interessant und irgendwie doch interessieren sich alle für dich. Und es war irgendwie schon so ein teuflischer Gedanke, der immer mehr in mein Leben hineinkam und so.
Und ja, das ging dann gerade so weiter, dass ich mich geritzt habe, warum auch immer. Aber genau diese Anerkennung von anderen, auch von meiner Mama, die eigentlich immer viel gearbeitet hat und nie wirklich für mich da war, für sie war ich dann doch irgendwo interessant. Und sie hat sich dann auch Sorgen gemacht. Das imponierte mir auch. Und ich hatte immer das Gefühl, dass sie sich dann Sorgen macht, wenn ich es gemacht habe. Und dann war ich irgendwie doch interessant, auch für meine Familie. Und sie haben sich für mich interessiert. Und ja, irgendwie fand ich das dann doch auch ein schönes Gefühl, durch so eine Sache interessant zu sein. Ja, mit dieser Freundin habe ich dann auch einiges mehr erlebt. Genau, dann kamen ja so langsam auch die Jungs hinzu. Ja, mein jetziger Mann, den ich damals schon kennengelernt habe, den habe ich da auch schon kennengelernt. Und der hat mir schon damals sehr gut gefallen. Ja, und ich dachte immer, obwohl ich recht schlank war und obwohl ich recht sportlich war, dachte ich immer, trotz allem, ich sei zu dick. Und habe dann auch angefangen, weniger zu essen. Und irgendwann mit 15, 16 habe ich mich dann nur noch von einem Apfel und einem Joghurt am Tag ernährt. Habe dann, glaube ich, mit 15, 16 36 Kilo gewogen. Wem das was sagt, das ist recht wenig. So viel wiegt eigentlich ein 9- oder 10-jähriges Kind. Es sah für mich eigentlich normal aus, obwohl es nicht normal aussah. Genau, und die Sache mit Gott, die war dann irgendwie auch vergessen. Also ich weiß noch, dass ich mit 13, 14, 15 ungefähr in dem Zeitraum zu ihm gesagt habe, Gott, ich weiß, du bist irgendwie da, aber für mich bist du jetzt nicht wirklich da gewesen. Ich hatte nicht das Gefühl und du siehst, ich schaffe das alles alleine und ich brauche dich nicht. Ich kann mich an diesen Satz noch ganz extrem erinnern. Und ja, so ging das dann mit, bis ich ungefähr 20, 21, 22 war. Genau, ich war immer dünn, weil ich in der Zeit ja auch immer noch magersüchtig war. Geritzt habe ich mich dann irgendwann nicht mehr. Also ich kann gar nicht sagen, wann ich aufgehört habe. Ich glaube, es war dann mit 17, 18, wo das Essen dann kam, wo ich mich durch das Essen aufmerksam gemacht habe und nicht mehr durch das Ritzen. Genau, dann habe ich damit aufgehört, aber habe dann halt nichts mehr gegessen. Und im Hintergrund hat meine Mutter immer für mich gebetet. Ich weiß noch, sie hat immer versucht, mir irgendwelche Predigten anzumachen, während ich im Raum war und mich gebeten, mir das doch anzuhören. Und ich habe immer wieder zu ihr gesagt, Mami, lass mich in Ruhe mit dem Zeug, ich möchte es gar nicht hören jetzt. Und ich weiß, ich habe sie auch beobachtet in ruhigen Momenten, wo sie wirklich heulend im Schlafzimmer saß und geweint hat und für mich gebetet hat. Also sie hat nie aufgehört, genau für mich zu beten. Und so kam das dann, glaube ich, mit 21, 22 war das dann so, dass mein Cousin in der Gemeinde dann mal Zeugnis gegeben hat über sein Leben und meine Mutter mich doch dazu gekriegt hat, ja, wieder mit in den Gottesdienst zu gehen. Und ich saß da und habe zum ersten Mal angenommen, dass Gott auch wieder, ja, in mein Leben kommen darf. Ich saß da und mich hat die Musik wieder so mitgenommen, mich hat der Lobpreis mitgenommen, mich hat die ganze Atmosphäre mitgenommen. Ich weiß nicht, es war so, als ob ich wieder 10 bin und mich das Ganze berührt und ich das alles doch kenne. Und ja, das war ein sehr emotionaler Abend. Ich habe dann auch zum ersten Mal wieder zu Gott gesagt, ja, ich möchte wieder die Chance geben, in mein Leben zu kommen und ich möchte wieder die Chance geben, ja, wieder einmal vielleicht zu mir zu sprechen. Hast du noch nie, aber ich gebe dir jetzt mal die Chance. So, ich war da rigoros und habe einfach das zu ihm gesagt. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich immer wieder gespürt, dass er mich zu sich zieht. Also ich wollte dann immer mehr Lobpreismusik hören, ich wollte dann auch immer wieder mit ihm sprechen. Ich wollte dann immer wieder, ja, wissen, ist er da oder nicht? Und er gab mir doch immer wieder Frieden, wenn ich zu Gott gesprochen habe, dass ich dann das Gefühl hatte, er ist da. Ja, und irgendwann, ich glaube, als wir dann verheiratet waren und wieder in Gottesdienst gegangen sind, regelmäßig mit meinem Mann, der sich dann auch bekehrt hat, was für mich ein Wunder war. Also ich habe
Gott darum gebeten und es ist wirklich passiert. Er ist der heftigste Atheist gewesen und wollte von Gott nie was wissen. Und doch hat ihn ein Abend in der Gemeinde so berührt und es hat mich verändert. Und ich bin dann mit zu einer Frauenfreizeit gegangen und in einem Moment habe ich mich hingekniet bei einem Lobpreislied und habe ihm alles gegeben. Ich habe ihm gesagt, du, es tut mir leid, dass ich dich in meinem Leben verbannt habe. Es tut mir leid, dass ich alles dich in meinem Leben einfach nicht haben wollte. Bitte verzeih mir, dass ich das alles getan habe und ich möchte einfach, dass du wieder mein Gott bist und Jesus, komm bitte wieder in mein Leben und erfüll mich. Und in dem Moment, es war für mich einfach ein Moment, wo ich nicht mehr konnte. Er hat zu mir gesagt, wortwörtlich, und ich konnte es gar nicht glauben. Ich dachte, nee, es ist es nicht, er sagt es nicht. Und er hat gesagt, ich war da, als du den ersten Schnitt gemacht hast in deinem Arm. Ich war da, als du gelitten hast, weil du deine Eltern, weil sie sich nicht um dich gekümmert haben so richtig. Ich war da, als irgendwie niemand da war und ich habe dich gesehen und ich liebe dich von ganzem Herzen und ich werde dich nie wieder loslassen und du bist mein geliebtes Kind. Und seit diesem Augenblick weiß ich, dass Gott mich liebt und es kann nichts erschüttern. Diesen Augenblick, dieses Gefühl, ja, diese Liebe, die er mir gegeben hat in dem Moment, das hat mich geprägt für jetzt die restlichen Jahre. Ich weiß, ich bin in der Liebe Gottes so verwurzelt und es kann nichts mich aus seinen Armen reißen. Und ich muss euch sagen, ich wünsche es jedem von euch von ganzem Herzen, dass er diese Erfahrung macht mit Jesus, dass er diese Erfahrung macht mit Gott, dass er euch ein für alle Mal in euer Herz brennt, dass er euch liebt von ganzem Herzen und dass er für euch da ist, egal ob es Schwierigkeiten gibt, egal ob irgendwas euch gerade beschäftigt oder niederzieht. Trotz allem wünsche ich euch von ganzem Herzen dieses Gefühl, das ich habe, dass Gott mich in jeder Situation trägt und dass er euch diesen Frieden gibt und für immer dieser Frieden und diese Freude an ihm auch euch erfüllt. Das wünsche ich euch. Ja, seid gesegnet. Tage der Ermutigung, heute das Thema der Name Jesus. Der Name Jesus ist der Name über alle Namen. Und für uns als wiedergeborene Gläubige, für uns als Kinder Gottes, für uns als diejenigen, die Jesus lieben, ist der Name Jesus etwas sehr, sehr, sehr Wichtiges. Wir wollen hier heute hineinschauen in das Wort Gottes, in das geschriebene Wort Gottes, das Gott uns gegeben hat heute in diesen Tagen, wo Entmutigung läuft, wollen wir ins Wort Gottes hineinschauen und wollen schauen, warum ist der Name Jesus so wichtig? Im geistlichen Kampf gibt es drei Schlüssel. Drei Schlüssel, über die wir auch schon gesprochen haben in den 40 Tagen Reich Gottes, kannst du dir gerne anschauen. Und drei Schlüssel habe ich da erwähnt, die im geistlichen Kampf so wichtig sind. Denn Punkt Nummer 1 ist das Blut Jesu. Punkt Nummer 2 ist der Name Jesu. Und Punkt Nummer 3 ist das Wort Gottes. Ich möchte dich ermutigen, dass du das Blut Jesu Christi nimmst, dass du das Wort Gottes nimmst und auch den Namen Jesu aussprichst in deine Situation hinein. Der Name Jesu kann alles verändern. Da war Petrus mit dem Geheilten und dann sagt er mit dem Kranken und sagt er, im Namen Jesus steh auf. Und in diesem Moment ist er aufgestanden. Der Name Jesus ist der Name über alle Namen. Und die Leute aus der Esoterik, die Leute aus dem Satanismus, sie wissen, es gibt einen Namen, der steht über allem und das ist der Name Jesus. Und diesem König dienen wir. Wir wollen heute hineinschauen in diesen Namen Jesus. Was bedeutet dieser Name und warum ist das so wichtig für uns heute im neuen Bund? Warum ist es so wichtig heute, die wir Jesus lieben? Warum ist es wichtig, in den Tagen der Ermutigung den Namen Jesus zu beleuchten? Es ist deswegen wichtig, weil es steht über jeden Namen. Derek Prince hat gesagt, eine der wichtigsten Fragen in der Endzeit wird sein, wer ist Jesus Christus? Wer ist Jesus Christus? Für die Moslems ist es ein Prophet. Für uns ist es der Messias.
Wer ist Jesus Christus für deinen Nachbarn, für in der Endzeit, in den letzten Tagen? Je weiter wir kommen in den letzten Tagen, desto wichtiger wird die Frage werden, wer ist Jesus Christus? Ich möchte dich ermutigen, dass du Jesus niemals runterspielst, sondern der Name Jesus, der höchste Name über allen Namen, die es überhaupt nur gibt. Und deswegen ist wichtig für dich, wenn du in Zeiten der Entmutigung leben willst als ein Ermutiger, geht es nur dann, wenn du verstehst, wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus Christus? Was bedeutet der Name Jesus und was bedeutet Christus? Der Name Jesus bedeutet, Gott ist Hilfe, oder? Gott ist Heil, oder? Gott ist Rettung. Was bedeutet Christus? Christus bedeutet der Gesalbte oder der Messias. Also wenn Jesus selber sagt, ich bin Jesus der Christus oder Jesus Christus, bedeutet es, Gott ist die Hilfe, Gott ist die Rettung und ich bin der Gesalbte, der Messias. Dieser Name war so anstößig, dass die Pharisäer und damals Jesus töten wollten. Wie kannst du behaupten, dass du der Messias bist? Wie kannst du behaupten? Und an dem Namen Jesus, an Jesus Christus, scheidet sich die ganze Geschichte. Unsere Zeitrechnung ist alles nach Christus. Ja, wir haben das Jahr nach Christus. Und ich möchte dich ermutigen darin, dass du diesen Namen Jesus, der über allen Namen ist, benutzt in deinen Umständen, benutzt in den Umständen deines Lebens. Und wenn du den Namen aussprichst von Jesus, hat das eine enorme Kraft. Menschen, die in Ermutigung leben, leben mit dem Namen Jesus, in dem Bewusstsein, dass es eine Autorität ist, die richtig hoch ist, die richtig gut ist, die du benutzen kannst an der richtigen Stelle, um Heilung freizusetzen, um Dämonen auszutreiben, um Ketten zu zerbrechen, um Gefängnistüren aufzumachen, um Zukunft zu verändern und zu regieren in der geistlichen Welt. Der Name Jesu ist ein Schlüssel, der so, so wichtig ist. Ich möchte mit euch in eine Geschichte hineingehen. Und sie steht drin in Matthäus Kapitel 16. Ich lese aus der Bibel vor. Matthäus Kapitel 16, Vers 13 bis Vers 19. Es ist eine Geschichte, die für Jesus sehr, sehr wichtig ist. Jesus stellt seine Identitätsfrage. Jesus stellt die Frage, wer bin ich? Und hier wollen wir lesen und ich möchte dich ermutigen, versetze dich mal hinein in einen der Jünger. Jesus ist heute vor dir. Jesus ist heute vor dir und stellt dir genau diese Frage. Stell dir vor, du bist wie dieser Petrus oder einer von den Jüngern und Jesus ist im Gespräch jetzt mit dir. Und das möchte ich jetzt hier vorlesen, Matthäus Kapitel 16, Vers 13. Als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sprachen, einige, Johannes der Täufer, andere aber Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon Bar-Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmel gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird im Himmel gelöst sein. So eine super Geschichte. Jesus ist hier in einer ganz wichtigen Frage. Jesus weiß, über ihn wird geredet. Jesus weiß, die Menschen reden über ihn. Wer ist er? Ist es vielleicht der Elia, der zurückgekommen ist? Solche Wunder geschehen. Ist es vielleicht Johannes der Täufer? Wer ist, oder irgendein Prophet des alten Bundes? Wer ist dieser Jesus, der da kommt? Viele haben Gerüchte gehabt, viele haben Ideen gehabt, viele haben sich überlegt, wer könnte dieser Jesus sein? Wer ist Jesus Christus? Und für Jesus war das so wichtig, diese Frage zu klären. Und er stellt diese Frage
Er stellt diese Frage an seine Jünger. Er stellt diese Frage und wir wollen nochmal hineinschauen. Dieser Vers, der so wichtig ist, im Vers 15, und ich habe gespürt, dass es für die Tage der Ermutigung so wichtig ist, dass du zu Hause, wenn du jetzt gerade es anschaust, wenn du, egal wo du gerade bist, dass du für dich persönlich diese Frage beantwortest. Alle reden, wer Jesus ist, aber dann kommt Vers 15. Er spricht zu ihnen, also Jesus direkt. Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Und das ist die Frage heute an dich. Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Nämlich Jesus. Ganz konkret, du aber, was sagst du, wer er ist? Die entscheidende Frage ist, wer ist Jesus Christus für dich? Wenn du diese Frage beantwortest, kommt eine Autorität in dein Leben hinein, die so stark ist, die hat Auswirkungen bis heute. Petrus beantwortet diese Frage richtig und sagt, Vers 16, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wow. Das ist so eine entscheidende Aussage. Manche Menschen auf dieser Erde bezahlen mit ihrem Leben für diese Aussage. Manche Menschen, wenn sie sagen, Jesus ist der Christus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist so anstößig in manchen. Ich möchte dich ermutigen, dass du diese Schärfe festhältst, koste es, was es wolle. Und Jesus antwortet hier und sagt, glückselig bist du bei Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Wenn du das glauben kannst, Jesus Christus ist Gottes Sohn, ist es nicht von Fleisch und Blut, sondern durch eine Offenbarung vom Himmel in dein Leben hineingekommen. Und jetzt kommt diese Autorität. Nachdem du Jesus erkennst, nachdem du weißt, wer ist Jesus Christus für dich, sagt Jesus, wer bist du in seinen Augen? Deine eigene Identität kann nur dann freigesetzt werden, wenn du Jesus erkennst, wer er ist. Petrus konnte seine eigene Identität nicht finden durch sein Tun oder seine Gaben oder was auch immer. Nur indem er Jesus erkannt hat, hat Jesus ihm zugesprochen, wer er ist. Und nicht nur für Petrus war das entscheidend, sondern für die ganze Gemeinde wurde etwas freigesetzt. Mit der Aussage von Petrus, nämlich, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, sagt Jesus zu ihm in Vers 17, glückselig bist du, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart. Jetzt Vers 18, aber auch ich sage dir, und jetzt kommt dieser Zusatz, auch ich sage dir, du bist Petrus, oder dieses Wort, du bist der Fels oder der Stein, ja, also Kephas ist es aramäisch, du bist der Fels. Genau, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und jetzt kommt eine Verheißung, die ist so stark. Kommt durch Identitätsbewusstsein, was Jesus freisetzt hier. Das ist so ein wichtiger Vers. Und des Hades Pforten oder die Hölle der Pforten, ja, der harten Pforten, werden sie nicht überwältigen. Diese Aussage, dass des Hades Pforten werden die Gemeinde nicht überwältigen, kommt zustande, weil ein Mann seine Identität in Jesus findet, indem er Jesu Identität erkennt und indem Jesus es freisetzt, eine Autorität, die er ergreifen kann. Aber es geht nur im ersten Schritt, wenn er weiß, wer ist Jesus Christus. Kann Jesus es freisetzen für Petrus? Und so ist auch in deinem Leben. Wenn du verstehst, wer ist Jesus Christus, kann Jesus dir sagen, wer bist du? Nur so funktioniert das. Denn wir sind sein Geschöpf, wir sind ja von ihm geschaffen. Und ich möchte dich ermutigen da drin, hier bekommt die Gemeinde eine gewaltige Verheißung, dass die Gemeinde, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle oder die harten Pforte werden sie nicht überwältigen. Keine Macht der Finsternis, die über die Gemeinde kommt, kann die Gemeinde überwältigen, weil Jesus gesagt hat, die Pforten der Hölle, das Hades Pforten werden die Gemeinde nicht überwältigen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du Gemeindeleiter bist, einen Hauskreis hast, eine Kleingruppe, was auch immer, stell dich auf Jesus Christus. Mach's nicht in deinem eigenen Namen, mach's im Namen Jesus, ja. Und dann werden die Pforten der Hölle, werden die Gemeinde nicht überwältigen können. Es geht nicht, weil Jesus es ausgesprochen hat. Ich möchte dich ermutigen, dass du deinen Dienst auf dieser Erde nicht in deinem Namen machst. Nicht im Namen Missionswerk, nicht im Namen von Vision for Africa, nicht im Namen von irgendwen. Das ist immer gut, wenn wir irgendwelche Namen haben, aber es gibt einen Namen, der ist über allen Namen und das ist der Name Jesus Christus. Ja. Das ist so, so wichtig. Bitte, bau nicht dein eigenes Reich, bau
Gottes Reich. Trachte nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch hinzugetan werden. So sagt uns das Wort Gottes. Und hier ist diese gewaltige Verheißung. Die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Ich möchte dich ermutigen, dass die Pforten der Hölle, die vielleicht dich überwältigen wollen, sie können dich nicht überwältigen, wenn du dich auf den Namen Jesus stellst. Ja? Die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwältigen. So steht es geschrieben. Und dann geht es noch weiter im Vers 19. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmel gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmel gelöst sein. Wow, noch weiter geht's hier. Er gibt dir die Schlüssel des Reiches der Himmel. Er gibt dir einfach einen Schlüssel und gibt es dir in die Hand. Und sagt, was immer du auf der Erde binden wirst, ist im Himmel gebunden. Was immer du auf der Erde lösen wirst, ist im Himmel gelöst. Bitte, bitte versteh eins. Deine Regierungsherrschaft, die zu tun hat mit dem Namen Jesus, mit der Identität, wer ist Jesus Christus, wer bist du, hat eine Auswirkung, dass du eine Autorität bekommst, binden und lösen. Ich möchte dich ermutigen, dass du dieses Video anschaust, binden und lösen im Reich Gottes. Das ist bei den 40 Tagen Reich Gottes dabei, wo Maria und ich zusammen aufgenommen haben. Binden und lösen im Reich Gottes. Das ist so eine wichtige Sache. Und hier ist der Name Jesus sehr entscheidend. Du hast Autorität. Was du bindest, ist im Himmel gebunden. Was du löst, ist im Himmel gelöst. Und die Zeugnisse, die ihr jetzt hört über die verschiedenen Tage hier, sind Zeugnisse, wo Menschen gebunden waren und sie wurden gelöst und somit war es im Himmel gelöst. Menschen, die in die Freiheit gekommen sind, die abhängig waren, die kurz vorm Ende waren, aber sie wurden versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Und das Gleiche ist auch für dich. Ich möchte dich ermutigen. Vielleicht hast du einen drogenabhängigen Sohn irgendwo, irgendeiner, der Depression hat und im Eck sitzt und nicht weiter kann. Vielleicht hast du Leute, wo Geldnot haben und du hast eine Umgebung, wo richtig schlimm ist und du hast keine Hoffnung mehr. Ich möchte dich ermutigen, du hast Autorität bekommen. Nimm den Namen Jesus und fang an, ihn zu sehen in seinem Licht, in seiner Identität. Und dann wird Jesus dir sagen, wer du bist. Und dann wird diese Autorität freigesetzt, was immer du auf der Erde binden wirst, ist im Himmel gebunden. Was immer du lösen wirst, ist im Himmel gelöst. Und du kannst regieren in der geistlichen Welt. Somit werden Menschen freigesetzt. Freigesetzt von der Gebundenheit in sein wunderbares Licht. Von der Zerstörung in seine wunderbare Freiheit. Das ist der Wille Gottes. Und bin so dankbar, dass Jesus das gegeben hat. Und das beginnt alles mit dieser Frage, die er hier ausgesprochen hat, in Vers 15. Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Ich möchte dich ermutigen, dass du diese Frage für dich beantwortest. Wir werden heute in dieser Einheit werden wir ganz viele Bedeutungen des Namens Jesus hören. Wir werden ganz viele Bedeutungen. Was ist der Name Jesus? Was bedeutet der Name Jesus? Und ich möchte dir eine Liste geben, zum Arbeiten, damit du weißt, wer ist der Name Jesus. Das werden sehr viele Punkte werden, aber ich möchte sie dir bewusst geben, weil wenn du in einer Leben der Freiheit leben willst, brauchst du diese Bedeutung und dieses Bewusstsein über den Namen Jesus. Er ist der Name über allen Namen. Er ist größer wie Reinhard Bonnke. Er ist größer wie Daniel Exler. Er ist größer wie dein Nachbar oder dein Vater. Er ist größer wie Maria Prehn. Er ist größer wie jeder auf dieser Erde jemals gelebt hat. Er ist größer. Er ist der Name über allen Namen. Ich möchte dich ermutigen, dass du dein Leben auf den Namen Jesus stellst. Wenn du Jesus Christus noch nie angenommen hast, du hast noch nie eine Entscheidung getroffen für Jesus Christus, ich möchte dich ermutigen, dass du heute eine Entscheidung triffst und sagst, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Wenn du Jesus noch nie als deinen persönlichen Retter angenommen hast, die Bibel sagt, dass nach diesem Leben gibt es einen Tod und dann gibt es eine ewige Verdammnis für die, die Jesus nicht angenommen haben. Aber die, die den Namen Jesus anrufen werden, werden gerettet werden. Sie werden gerettet werden. Und so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, sagt Johannes 3,16, dass alle, die an Jesus glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Bitte nimm Jesus Christus an. Entscheide dich. Die allerwichtigste Entscheidung meines Lebens war, Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben. Das ist ja die beste Entscheidung und die kann dein Leben verändern. Ihr habt es in den Zeugnissen heute schon gehört. Ich möchte dich ermutigen, Jesus kann dein Leben verändern. Jesus kann dein Leben heilen. Jesus kann dich retten. Und ich möchte dich wiedersehen. Nicht online über YouTube. Ich möchte dich wiedersehen im Himmel für die Ewigkeit. Ich möchte dich sehen, wenn du eines Tages dein Leben auf dieser Erde beendet hast. Wenn du dein Leben zu Ende hast hier auf der Erde, möchte ich mit dir zusammen gerettet sein im Himmel. Bitte triff diese Entscheidung. Wichtiger wie Tage der Ermutigung sind
ein Tag, wo du eine Entscheidung triffst für Jesus Christus. Bitte nimm Jesus an. Es ist so, so, so entscheidend. Warum machen wir diese Konferenz? Warum ermutigen wir euch? Warum bauen wir das alles auf? Warum haben wir diese ganze technische Aufwand? Warum machen wir das? Nur wegen einem, weil Gott dich so sehr liebt. Und er will, dass du gerettet wirst. Er will, dass du lebst. Er will, dass du Freude hast. Und wenn du Jesus noch nie angenommen hast, bitte nimm ihn an. Vielleicht gehörst du zu der Gruppe, die Jesus schon angenommen hat. Gute Entscheidung. Mach das weiter. Halte Jesus fest. Dann möchte ich ermutigen, werde dir bewusst, wer ist Jesus Christus. Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Und dann wird Jesus dir sagen, wer du bist. Und dann werden Autoritäten freigesetzt. Da wirst du dich richtig freuen darüber. Ich möchte dich ermutigen, nimm das Wort Gottes an in deinem Leben. Wir wollen weitergehen in Philipper Kapitel 2. Einer meiner Lieblingsbibelstellen, Philipper Kapitel 2. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Damit in dem Namen Jesus jedes Knie sich beuge, in der himmlischen und der irdischen und unterirdischen. Und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wow, das ist ein Bibelvers, der mich so berührt. Wir wollen Vers 9 nochmal anschauen. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Warum? Damit in dem Namen Jesus jedes Knie sich beugt und in der himmlischen, der irdischen, unterirdischen Welt und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wow. Es gibt einen Namen, der ist über jeden Namen und das ist der Name Jesus. Es gibt den Namen Krebs. Es gibt den Namen unheilbar. Es gibt den Namen Depression. Es gibt den Namen unmöglich. Aber da gibt es einen Namen, der ist höher als jeder andere Name. Und das ist der Name Jesus. Vertraue dem Namen Jesus. Glaube an Jesus Christus. Glaube ihm, dass er den Namen hat über alle Namen. Und wenn Jesus in dein Leben reinkommt, muss Krebs weichen. Wenn Jesus in dein Leben reinkommt, muss Depression weichen. Wenn Jesus in dein Leben reinkommt, muss diese ganzen Krebszellen verschwinden und die ganzen Enttäuschungen verschwinden. Entmutigung muss verschwinden, weil heute haben wir Tage der Ermutigung. Wenn Jesus in dein Leben hineinkommt, als der Name, der über allen Namen steht, muss die Zerstörung in deinem Leben weichen. Warum? Weil wir haben einen Namen, der über jeden Namen ist. Und im Namen Jesus wird Jesus Knie sich beugen, in der himmlischen, in der irdischen und unterirdischen Welt. Eines Tages, wenn die Zeit auf dieser Erde zu Ende ist, wird es das ewige Gericht geben. Das heißt, das ewige Leben wird es geben. Und dann werden Menschen gerichtet. Und in diesem Moment, wenn Jesus Christus aufsteht, wird jedes Knie in Vers 10 sich hier beugen. Ja? Jedes Knie wird beugen in der himmlischen, in der irdischen, wo wir sind, und in der unterirdischen. In allen Ebenen wird jedes Knie sich beugen. Und hier steht drin, jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Zur Ehre Gottes des Vaters. Kannst du dir das vorstellen? Millionen, Milliarden Leute werden alle ihre Knie beugen. Jeder Moslem wird seine Knie beugen. Jeder Buddhist wird seine Knie beugen. Dein Nachbar wird seine Knie beugen. Jeder wird seine Knie und jeder Zunge wird bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Glücklich bist du, wenn du diese Erkenntnis schon auf dieser Erde hattest. Deswegen gibt es dieses Video. Damit du erkennst, dass eines Tages wirst du bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Und wenn du es heute schon bekennen kannst, glaub mir, dein Leben wird sich verändern. Dein Leben ist das beste Leben, wenn du mit Jesus Christus lebst. Der Name Jesu ist der Name über allen Namen. Wenn du es nicht glaubst, möchte dich ermutigen, studier das Wort Gottes. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater. Du kannst nicht gerettet werden, allein durch Jesus Christus. Nur durch Jesus können wir gerettet werden. Und ich möchte dich ermutigen darin, er hat den Namen über alle Namen. Er ist der König der Könige. Er ist der Herr der Herren. Und in dem Namen Jesus wird jedes Knie sich beugen. Jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und glücklich bist du, wenn du es auf dieser Erde schon machen kannst. Und wenn du das machst auf dieser Erde,
dann hast du einen großen Vorteil. Eine Kraftquelle wird freigesetzt, auch für dein Leben. Wir wollen hineinschauen. Ich gebe euch jetzt eine große Liste. Eine große Liste über den Namen Jesus. Was bedeutet der Name Jesus? Was bedeutet es? Wenn du diese Liste haben willst, du kannst gerne in der Beschreibung, unten in der Beschreibung reinklicken da. Einfach auf dieses Pfeil draufklicken, dann geht die Beschreibung auf. Und dann kannst du einfach diesen Download-Link anklicken. Und da kannst du die Datei, die wir jetzt gleich zusammen besprechen werden, anschauen, zu Hause und immer wieder auch proklamieren, also aussprechen und dir bewusst werden darüber. Wenn du nicht weißt, wie das funktioniert, kannst deinen Neffen fragen, Nichte, deinen Enkel, wer auch immer. Die wissen sofort, wie man da drauf kommt. Wir wollen zusammen schauen, wer ist Jesus Christus? Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Jesus Christus ist Jesus Christus. Der Name Jesus. Allerwichtigste, er ist Jesus Christus. Er ist der Sohn Abrahams, steht schon in Matthäus 1,1. Ich bin der Sohn Abrahams. Jesus ist der Sohn Davids. Er selber beschreibt sich als einen Sohn Davids. Er ist der Christus. Wir haben es vorhin gelernt. Wer ist Christus? Was bedeutet Christus? Er ist der Gesalbte. Er ist der Messias. Er ist der Christus. Er ist Jesus. Was bedeutet Jesus? Gott ist Hilfe, er ist Heil, er ist Rettung. Und er kann dir helfen, er kann dir Heil geben, er kann dich retten. Also bitte, nimm Jesus an, er ist die Hilfe. Er ist Immanuel, das bedeutet, Gott ist mit uns. Er ist der König der Juden, er ist der Herrscher. Jesus ist der Nazarener. Jesus ist der Sohn Gottes. Bitte glaubt das. Matthäus 4, Vers 3 beschreibt uns diese Identität. Er ist der Sohn Gottes. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. So wichtig. Er ist der Meister. Jesus ist der Menschensohn. Er ist dein Arzt. Verstehe eins. Er ist am Kreuz von Golgatha für dich gestorben. Er ist dein Arzt. Er ist gekommen, nicht für die Gesunden, sondern für die Kranken ist er gekommen. Ja? Und er möchte dich retten. Er ist für die Verlorenen gekommen, um dich zu finden. Ja? Er ist deine Rettung. Und ich selber war unheilbar krank. Ich hatte MS, unheilbar krank und Multiple Sklerose. Und die Leute haben gesagt, hey, das geht nicht, in 2 Jahren wirst du im Rollstuhl sitzen. Ich bin zu dem Arzt der Ärzte gekommen. Das ist Jesus Christus. Und er ist der Arzt. In Jesaja 53 steht es drin, er war durchbohrt um unser Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und Jesus hat mich berührt. Er als der Arzt der Ärzte kam in mein Leben hinein. Er hat mich berührt und heute hat mich geheilt damals. Und heute bin ich vollständig geheilt. Die Ärzte haben damals gesagt, in 2 Jahren wirst du im Rollstuhl sitzen. Heute bin ich schon 18 Jahre im 2021, 18 Jahre lang geheilt, weil es einen Gott gibt, der heute noch heilt und sein Name ist Jesus Christus. Ich möchte dich ermutigen, der Name Jesu ist größer wie deine Diagnose. Der Name Jesu ist größer wie alle deine Umstände. So bitte erkenne Jesus, er ist nicht nur dein Retter, er ist auch dein Arzt, er ist dein Heiler. Er liebt dich und er will das Beste auch für dich. Jesus ist der Bräutigam, wisst ihr das? Liebe Frauen, ihr habt eine Herausforderung in der Bibel, wenn da drin steht, liebe Söhne oder ich spreche auch hier in den Tagen der Ermutigung über den Geist der Sohnschaft. Da habt ihr die Herausforderung, euch als Söhne zu identifizieren. Liebe Männer, wir haben aber auch eine Herausforderung, wir dürfen als die hübsche Braut uns identifizieren. Ja? Warum? Jesus ist der Bräutigam und die Gemeinde, also alle wir zusammen, sind seine Braut. Ja? So dürfen wir beide diese Spannung aufrechterhalten, Männer und Frauen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dich als eine hübsche Braut fühlst, auch wenn du ein Mann bist. Und Jesus wird dich eines Tages abholen. Ja? Seine wunderbare Braut, die liebt er von ganzem Herzen. Und er, Jesus Christus, ist der gute Bräutigam. Er ist der wahre Bräutigam. Und das steht eben in Matthäus Kapitel 9, Vers 15. Dann haben wir Nummer 15 hier, er ist der Freund der Sünder. Vielleicht denkst du, oh Mann, die Leute lehnen mich so ab und die Leute sind so negativ mir gegenüber und sie lehnen mich ab und sie wollen mich gar nicht haben. Vielleicht hast du lauter Feinde auf dieser Erde, aber wisse eins, Jesus ist der Freund der Sünder. Und je mehr Sünde du hast, desto mehr liebt Jesus dich und er wird dich niemals ablehnen. Nie, 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 nie. Du kannst gar nicht schlecht genug sein, damit du von Jesus nicht angenommen wirst. Er ist wie der verlorene Sohn. Der gute Vater macht seine Arme auf für dich. Und macht seine Arme auf und sagt, komm in meine Arme. Und der Ruf ist heute noch. Solange wir die Stimme Gottes hören können, wollen wir unser Herz nicht verstocken. Wir wollen gehorsam sein. Und er ist der Freund der Sünder.
Er ist Nummer 16, der Geliebte. Jesus Christus ist der Geliebte. Er ist der Sämann. Er gibt dir Saat. Verstehe eins, wenn du finanzielle Probleme hast, er gibt dir nicht einfach eine Lösung und sagt, hier hast du mein Geld und Problem ist beendet. Nein, er ist der Sämann, der dir eine Saat gibt. Und wenn du die Saat nimmst und sie gut säst, auf gutem Boden, kommt Multiplikation zustande. Gott will dich nämlich in die Mündigkeit führen. Nicht einfach dein Problem lösen, indem er dir Geld gibt und Ende, sondern er gibt dir Saatgut als Sämann. Er gibt dir das hinein und du säst es hinein. Eines Tages waren wir mit meinem Papa zusammen in der Mission. Wir waren in Moldawien unterwegs und da waren sehr viele arme Leute. Und da war ein Pastor, der hatte kein Geld und er wusste nicht, wie er weitermachen soll, wie er leben soll, wie er seine Familie versorgen soll. Und mein Vater hat einfach den Eindruck gehabt, von Jesus Christus als dem Sämann, ihm eine Saat zu geben. Und er hat ganz bewusst dieses Geld genommen, hat 200 Mark war das damals oder Euro. Er nimmt das Geld und gibt es ihm und sagt, bitte ess die Saat nicht auf, sondern nimm die Saat und sähe sie in guten Boden. Und er hat es genommen im Glauben und hat es gesät. Und Gott hat vervielfältigt, Gott hat erstattet, Gott hat wiederhergestellt. Und es war so schön, das zu sehen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du verstehst, Jesus Christus ist nicht nur dein Retter, nicht nur dein Arzt, er ist auch der gute Sämann, der dir Saatgut gibt. Jesus ist der Sohn des Höchsten. Er ist der Sohn des Höchsten. Er ist der Höchste, den es überhaupt gibt. Und ist der Sohn von Gott direkt. Jesus ist das Horn des Heils. Ja? Das Horn des Heils und, Nummer 20 hier, das aufgehende Licht. Jesus ist Christus, also Christus der Herr. Jesus ist der Retter, er rettet dich, aus Lukas 2, Vers 11. Jesus ist der Trost Israels. Wow, so wichtig. Die Juden werden oft abgelehnt, Juden werden oft fertig gemacht da drin, nicht beachtet, nicht gesegnet, aber Jesus ist der Trost Israels. Das ist das Besondere. Und wenn du Jude bist und du hörst gerade zu und du hast jüdisches Blut in dir, glaub mir, Jesus will dich haben. Jesus will dich haben und er will, dass du ihn erkennst als deinen persönlichen Retter. In diesem Moment wirst du vom Juden zum messianischen Juden, zu einem, der Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland annimmt. Ich kenne eine Geschichte, ich habe mal gepredigt in einem Chapter, in einem Hotel, wo ganz viele Geschäftsleute dort waren und ich erzähle meine Geschichte, dass ich im Himmel war, dass ich geheilt wurde von der MS und am Ende kommen ganz viele Leute, sie bekehren sich, ich bete für Menschen, Menschen werden frei, das ist wunderbar. Und am Ende kommt ein Ehepaar zu mir und sie war eine Katholikin, er war ein Jude und beide haben noch nie eine Entscheidung getroffen für Jesus Christus. Und ich frage beide, hey, wollt ihr eure Entscheidung treffen für Jesus Christus? Und beide sagen, warum brauchen wir das überhaupt? Das ist doch, wir brauchen das doch gar nicht, Ende. Und dann habe ich gesagt, doch, ihr braucht Jesus, denn in Römer 10, Vers 9 und 10 sagt, wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, wird gerettet werden. Habt ihr schon mal diese Entscheidung getroffen, im Herzen zu glauben und mit dem Mund bekennen? Habt ihr das schon mal gemacht? Und die Frau, die Katholikin, sagt, nein, wozu brauche ich das? Ich bin doch katholisch, ich bin doch gerettet. Und der Jude sagt, nein, ich habe doch jüdisches Blut, ich bin doch gerettet. Wozu brauche ich noch diesen Trost Israels? Wozu brauche ich diesen Jesus? Wozu brauche ich diese Entscheidung? Und Jesus selber sagt, ich bin gekommen, um die Gefangenen freizusetzen. Und ich habe ihnen gesagt, den beiden, hey, ihr müsst Jesus annehmen, nach Römer 10, Vers 9 und 10. Nehmt Jesus an als euren persönlichen Retter. Und die Frau hat es gleich kapiert, sagt, jawohl, ich habe es noch nie gemacht. Ich will ihn als meinen persönlichen Retter annehmen. Und sie beginnt ein Gebet zu sprechen. Jesus, bitte vergib mir, ich bin ein Sünder und ich möchte bewusst aussprechen. Ich glaube an dich und ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Und ich bekenne mit meinem Mund und glaube mit meinem Herzen. Und deswegen glaube ich, dass ich gerettet bin. War so besonders. In diesem Moment, der Ehemann, der ja Jude ist, merkt plötzlich, wie eine Last der Depression, der jahrelangen Depression von der Ehefrau abfällt. Und er sieht das und er ist so geschockt und sagt, hey Daniel, was hast du gemacht mit meiner Frau? Ich sage, ich habe gar nichts gemacht. Sie hat Jesus angenommen. In diesem Moment fällt eine ganze Last ab. Und sie hat eine eigene Geschichte, die beiden. Und ich war so begeistert über das, was Gott da tut. Ja? Und in diesem Moment frage ich ihn, hey, willst du Jesus Christus auch annehmen? Aber achte darauf, was du jetzt machst. Wenn du Jesus als deinen Retter annimmst, als deinen Erretter, als deinen Messias annimmst, deine Familie wird dich ablehnen. Warum? Denn Juden nehmen Jesus noch nicht als Messias an, also nicht viele.
Und wenn du Jesus annimmst, wird deine Familie dich ablehnen können. Du wirst ein messianischer Jude. Du wirst versetzt aus dem Reich der Finsternis in das Reich seines geliebten Sohnes. Nimm Jesus Christus als deinen Retter an. Wisse die Kosten deiner Entscheidung. Und er überlegt und hat gesehen, was Gott an seiner Frau getan hat und hat sie entschieden, jawohl, ich bin bereit, Jesus Christus als meinen persönlichen Retter anzunehmen. Und er hat angefangen zu beten und er hat bekannt, Jesus Christus, du bist mein Retter. Sie haben verstanden, ihren Pass, ihr Blut rettet sie nicht. Es gibt nur einen, der rettet. Und der Retter heißt Jesus Christus. Und wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, wird gerettet werden. Ich möchte dich ermutigen, dass du Jesu Rettung annimmst. Und wenn du zu dem Volk Israel gehörst, Jesus will dich, ja, er will dich. Triff eine Entscheidung für Jesus als deinen persönlichen Retter. Jesus ist der Heil, der Erlöser, der Retter. Jesus von Nazareth. Jesus ist der Heilige Gottes. Wow, er ist heilig. Jesus ist das Wort. Also er wurde das Wort, wurde Fleisch. Ja. Jesus ist Gott. Ganz wichtig zu verstehen, er ist nicht irgendein Prophet, er ist nicht irgendjemand, der auf der Erde halt schöne Wunder getan hat, irgendein guter Mann. Jesus ist Gott. Gott selber. Und er ist das Wort, ja. Er ist Gott. Jesus ist das wahre Licht, nach Johannes 1, Vers 9. Er ist der eingeborene Sohn, ja. Jesus ist das Lamm Gottes. Jesus ist der König Israels. Und Jesus ist der Lehrer. Verstehe eins, er ist der gute Lehrer. Und er ist weggegangen in den Himmel und hat gesagt, ich schicke euch einen Beistand, den Heiligen Geist. Und er wird euch in alle Wahrheit lehren und in alle Wahrheit leiten. Dieser Lehrer, Jesus, heute vertreten durch den Heiligen Geist und er lehrt uns alle Wahrheit. Ein Teil der Wahrheit bekommst du heute. Ich möchte dich ermutigen, dass du diese Wahrheit annimmst und der Heilige Geist tut es in dein Herz hinein und in dein Bewusstsein hinein. Deswegen super, dass du gut zuhörst jetzt. Er ist eine Gabe Gottes. Jesus Christus ist eine Gabe Gottes und er ist der Retter der Welt. Jesus ist der Retter der Welt. Er ist das Brot Gottes, das Brot des Lebens. Er ist das Licht der Welt. Er ist die Tür zu den Schafen. Er ist der gute Hirte. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Johannes 14, Vers 6 sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater allein durch mich. Es gibt nur einen Weg, um gerettet zu werden und dieser Weg heißt Jesus Christus. Es gibt nur eine Wahrheit und diese Wahrheit hat einen Namen und der Name heißt Jesus Christus. Es ist das Wort, das er uns gegeben hat. Es gibt eine Wahrheit und das ist Jesus Christus. Es gibt einen Weg. Das ist Jesus Christus. Und es gibt ein Leben und das findest du nur in Jesus Christus. Bitte, bitte entscheide dich für das beste Leben, das es überhaupt nur gibt durch Jesus. Tage der Ermutigung. Sie wollen dich hineinbringen in die Ermutigung. Maria und ich, wir predigen die ganze Zeit. Ihr hört hier Zeugnisse die ganze Zeit. Und wunderbar, dass du eingeschaltet hast. Wunderbar, dass du dieses Wort annimmst. Aber es hat einen Zweck, dich hinzupushen, dich hinzudrücken zu Jesus Christus. Der dir das ewige Leben geben kann, der dir ein Leben geben kann in einer absoluten Erfüllung, der dir ein Leben geben kann, das sich lohnt zu leben. Ich möchte dich ermutigen, das beste Leben wartet auf dich, aber es geht nur durch den Namen Jesus, nur durch Jesus Christus. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Niemand kommt zum Vater allein durch ihn, durch Jesus. Jesus ist der Weinstock, nach Johannes 15. Er ist Herr und Gott. Jesus ist der Heilige und der Gerechte. Jesus ist der heilige Knecht Jesus. Er ist ein Fürst und ein Retter. Er ist der Herr über alle. Verstehe eins, er ist größer wie jeder Gott. Er ist größer wie jeder Herrscher. Er ist größer wie alle. Er ist der Herr über alle. Er ist ein Sühnopfer, der für uns zum Opfer geworden ist. Du musst deine Sünden nicht mehr sühnen, nicht mehr gestraft werden, denn die Strafe lag auf ihm. Und wenn du Jesus annimmst, ist er für dich das Sühnopfer geworden. Das bedeutet, er hat die Sünde für dich getragen. Jesus Christus, unser Herr. Du kannst immer wieder aussprechen. Jesus Christus, du bist mein Herr. Ich gehöre dir. Du bist der Herrscher. Du bist die Nummer eins in meinem Leben. Und ich vertraue dir, Jesus. Jesus ist der Erlöser. Er ist der Retter. Er ist der Befreier. Und wenn du gebunden bist an dämonischen Attacken, Angstzustände, Panikattacken, was auch immer, Depressionen, Minderwertigkeit, was auch immer, ist Jesus dein Befreier. Er möchte dich rausholen. Er möchte die Ketten sprengen. Er möchte dich erlösen. Er möchte dich retten. Weil er will, dass du lebst und Leben im Überfluss. Aber erkenne, wer Jesus Christus ist. Nach der Frage, die er gestellt hat,
Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Jesus Christus heißt Christus Jesus. Ja? Er ist der Messias und der Retter. Er ist die Kraft Gottes. Er ist die Weisheit Gottes. Er ist die Heiligung. Wenn du Kraft brauchst, wenn du Weisheit brauchst, wenn du Heiligung brauchst, nimm Jesus an. Das steckt alles in seinem Namen drin. Er ist der Herr der Herrlichkeit. Er ist unser Passahlamm. Jesus ist der geistliche Fels. Jesus ist der Erstling, Christus. Er ist der letzte Adam, das ist ganz wichtig, und der zweite Mensch. Er ist das Ebenbild Gottes, wow. Er ist der Nachkomme, der Same Abrahams. Er ist der Geliebte. Jesus ist der Eckstein. Unser Fundament ist auf diesem Eckstein drauf und er baut seine Gemeinde überall. Er baut seine Gemeinde, aber der Eckstein ist Jesus Christus. Er ist der, an ihm scheidet sich alles. Er ist der Eckstein. Er ist das Haupt der Gemeinde. Der Chef der Gemeinde ist nicht ein Pastor. Der Chef der Gemeinde ist kein Leiter auf dieser Erde. Der Chef der Gemeinde ist immer Jesus. Er ist der König, er ist das Haupt der Gemeinde, das Oberhaupt der Gemeinde. Und wir unterordnen uns Jesus. Er ist der Erstgeborene aus den Toten. Jesus Christus ist unser Herr. Er ist der Mittler. Verstehe eins, kein Mensch auf dieser Erde kann vermitteln zwischen dir und dem Vater. Nur einer, das ist Jesus Christus. Kein Mensch kann vermitteln auf dieser Erde, nur einer, das ist Jesus Christus. Bitte verstehe das. Nur Jesus kann vermitteln zwischen dir und dem Himmel. Verstehe eins, bitte nimm keinen Mittler rein. Keiner, der vermittelt zwischen dir und dem Himmel, sondern nur ein Mittler ist es, Jesus Christus. Das steht in 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 4 und 5. Der Mensch, Jesus Christus, er ist ein Mensch. Er ist das Lösegeld für alle. Alle. Nicht nur für deinen Nachbarn, nicht nur für den, wo gut ist, auch für dich. Für alle. Er möchte dich. Je schlimmer deine Vergangenheit, desto besser deine Zukunft. Ja, bitte halte fest an dem, was Gott dir gegeben hat, nämlich den Namen Jesus. Und wenn du schon mit Jesus laufst, erwarte, dass deine Zukunft noch besser wird. Tag für Tag von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. So ist die Verheißung. Er ist der Same, der Nachkomme aus dem Geschlecht Davids. Der Herr Jesus Christus, unser Retter, Heiland, unser Erlöser. Er ist die glückselige Hoffnung. Jesus ist der große Gott und der große Retter, der Heiland, der Erlöser. Er ist die Ausstrahlung, der Abglanz seiner Herrlichkeit. Er ist der Ausdruck oder der Ebenbild, der Abdruck seines Wesens von Gott. Er ist der Träger aller Dinge. Aller Dinge hat Jesus in sich. Er ist der Erhalter, was er erhält. Er ist der Urheber des Heils. Jesus ist der Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses. Ja, alles, was du aussprichst, er ist der Apostel, der Hohepriester unseres Bekenntnisses. Er ist der Vorläufer. Hebräer 6, 22 sagt, er ist der Vorläufer und der Diener des Heiligtums. Er ist der Erblasser, das bedeutet der Mittler des neuen Bundes. Verstehe eins, lieber Zuhörer, du bist im neuen Bund. Und Jesus Christus ist der Erblasser, der Mittler des neuen Bundes. Er ist derjenige, durch sein Blut kam es hinein. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Jesus Christus ist der große Hirte der Schafe. Wow, wir haben einen Hirten, das ist nicht ein Pastor, das ist der große Hirte, der Oberhirte, Jesus Christus. Ja? Er ist der Anfänger, Vollender des Glaubens und der große Hirte der Schafe. Der Hirte und Bischof, ja, der Hüter, Beschützer der Seelen. Jesus ist der oberste Hirte, der allererste, der Oberhirte. Ja. Jesus ist der Herr und Heiland, oder heißt auch Herr und Heiland Jesus Christus. Er ist der Morgenstern, das musst du verstehen. Er ist der Fürsprecher, dein Beistand. Er spricht für dich, er betet für dich, er ist für dich da, er ist dein Fürsprecher und dein Heiland. Jesus Christus, der Gerechte, er ist gerecht. Er ist das ewige Leben. Nicht nur er gibt ewiges Leben, er ist das ewige Leben. Er ist der treue Zeuge. Er ist der Erstgeborene von den Toten. Er ist der Fürst über die Könige der Erde. Er ist das Alpha und das Omega. Er ist der Anfang und das Ende. Wow. Er ist der Erste und der Letzte. Verstehe eins, er ist das A und das O. Er ist der Anfang und das Ende, der Erste und das Letzte. Voll gut. Er ist der Morgenstern, er ist das Amen. Er ist der treue und wahrhaftige Zeuge. Nach Offenbarung 3, Vers 14.
Er ist der Anfang, der Ursprung der Schöpfung. Also bevor die Schöpfung geschaffen wurde, gab es Jesus schon. Ja? Er ist der Anfang und der Ursprung der Schöpfung. Er ist der Löwe aus dem Stamm Juda. Jesus ist die Wurzel Davids. Er ist das Wort Gottes. Er ist der König der Könige und der Herr der Herren. Ich möchte dich so ermutigen, diesen Satz zu verstehen. Jesus ist der König der Könige und der Herr der Herren. Wir dienen dem König der Könige, dem Herrn der Herren, der Größte, der jemals auf der Erde gelebt hat, Jesus Christus. Er ist die Wurzel und Spross Davids. Er ist der heilige und glänzende, leuchtende Morgenstern. Ich möchte dich ermutigen, dass du eins verstehst. Jesus ist der Größte. Jesus ist der Herrscher. Jesus ist der am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Und mit seinem Leben hat er das Beste für dich vollbracht. Mit seinem Leben hat er alles gegeben für dich. Und ich möchte dich ermutigen, Tage der Ermutigung, dass du eins verstehst. Du dienst dem König. Und dieser König hat einen Namen über jeden Namen. Und eines Tages wird jedes Knie sich beugen, in der himmlischen, in der irdischen, unterirdischen Welt. Und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und ich möchte dich ermutigen darin, dass du den Namen Jesu ernst nimmst, dass du den Namen Jesu festhältst. Und das, was Jesus auch sagt in Matthäus 16, das wir schon vorhin gelesen haben, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Jesus fragt diese Frage und ich möchte dich ermutigen darin, dass du eins verstehst. Jesus Christus ist mein Heil und mein Retter, meine Erlösung. Er ist der König der Könige, er ist der Herr der Herren und ich liebe Jesus und ich bin gerettet durch das kostbare Blut. So bleib in ihm und er in dir und du wirst viel, viel Frucht bringen. Die allererste Frage, die wir zusammen geklärt haben heute, Derek Prince stellt ja diese Frage und sagt, einer der wichtigsten Fragen der Endzeit wird sein, wer ist Jesus Christus? Ich möchte dich ermutigen, dass du nicht abzweigst von der Grundwahrheit, die Jesus hier gesagt hat, nämlich, ich bin der Anfang und das Ende, ich bin der große Morgenstern und der König der Könige und ich bin der Retter da drin. Und ich möchte nochmal enden mit dem, wie wir auch begonnen haben zusammen, und zwar in Matthäus 16, Vers 15. Diese Frage, die wir hier zusammen klären und die als Rema-Wort heute oder als Frage für dich heute auch beantwortet werden soll. Vers 15, er spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Das ist die Frage, die ich stehen lassen will für dich heute. Wer ist Jesus Christus für dich? Ich möchte dich ermutigen, dass du Jesus so siehst, wie er sich sieht und dass du so sagst wie Petrus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und im Namen Jesu ist der größte Sieg, ist der größte Name drin, der Name über allen Namen. So möchte ich ermutigen da drin, wenn du die Identität von Jesus erkennst, wird er deine Identität erkennen und wird die Autorität freigesetzt werden, wie beim Petrus. Und die Verheißung ist, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird im Himmel gelöst sein. Was immer du auf der Erde binden wirst, wird im Himmel gebunden sein. Ich möchte dich ermutigen, dass du Jesus so siehst, wie wir es heute gehört haben und dass du ihn annimmst als deinen persönlichen Herrn und Heiland. Und wenn du schon angenommen hast, bleib stehen in Jesus Christus. Geh niemals weg von Jesus. Niemals. Niemals bis zum letzten Tag deines Lebens. Vollende deinen Lauf und diene dem einen, der am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Hallo, ich bin der Robin, ich bin der Mann von der wunderbaren Frau, die ihr vorhin gehört habt. Das ist meine Ehefrau, die Nelly. Ich freue mich, dass ich euch auch noch was von mir erzählen darf. Sie hat ja schon ein paar Sachen erwähnt. Ich wollte euch ganz kurz erzählen, wie ich das erste Mal Gott kennengelernt habe. Das war zu meiner Konfirmationszeit. Da hat mich Gott so das erste Mal berührt und ja, es war wirklich eine sehr gesegnete Zeit, also obwohl so das Teenager-Alter eigentlich immer schwierig ist, war das bei mir eine super Zeit, habe auch viel gebetet, habe Gott kennengelernt. Ja, das war so mit 14, 15 Jahren. Dann gab es einen großen Schnitt in meinem Leben und im Leben meiner Familie. Zuerst wollten sich meine Eltern trennen, also scheiden lassen. Und war eigentlich schon alles organisiert mit Anwalt und mit Terminen und so weiter. Und eines Abends habe ich mitbekommen, wie Polizei zu uns nach Hause gekommen ist. Und ich habe gedacht, okay, jetzt ist das ganz eskaliert.
was ist da los? Und habe aber schon so ein ungutes Gefühl gehabt. Und am nächsten Morgen habe ich dann gefragt, was passiert ist, warum war die Polizei da? Und dann haben mir eben meine Eltern unter Tränen erzählt, dass sich meine große Schwester das Leben genommen hat in dieser Nacht. Und klar, für einen 15-Jährigen, für eine Mutter, für einen Vater, ich kann das heute selber nachvollziehen als Papa von zwei Kindern, das ist natürlich ein Schlag in die Fresse. Also das steckst du nicht einfach weg und das verändert dich. Und mich hat es dahingehend verändert, dass ja, ich bin mit meinem Leben einfach nicht mehr klargekommen. Ich konnte den Schmerz auch, ich konnte die Situation nicht verstehen, ich konnte mein Leben nicht verstehen, ich konnte gar nichts mehr verstehen. Und ich wollte diesen Schmerz, ich wollte ihn einfach nur noch weghaben von mir. Und ja, eine gute Möglichkeit war dann zuerst mal Alkohol. Hat aber nicht lang funktioniert, weil wenn man keinen Alkohol trinkt, funktioniert es nicht. Und du kannst ja nicht den ganzen Tag trinken, also zumindest nicht mit 15. Und dann habe ich einfach weitergesucht, was es sonst noch gibt und habe dann angefangen zu kiffen, also Marihuana, Gras zu rauchen. Habe das eine ganze lange Zeit lang gemacht, bis mich das auch nicht mehr wirklich befriedigt hat. Und dann habe ich mit härteren Drogen angefangen, mit Kokain und mit synthetischen Drogen, mit Amphetaminen und so weiter. Ja, das war dann so mein Lebensinhalt. Wenn ich da heute so zurückdenke, ich kann das gar nicht mehr verstehen, weil damals, ich weiß noch, der Fokus, dein ganzes Leben ist nur noch fokussiert auf diese Droge. Wo bekomme ich das her? Wo bekomme ich mein Material her, dass es mir wieder gut geht? Und wenn nichts da war, dann war das ganze Leben einfach nur Scheiße. Und ja, wenn ich das heute aus der heutigen Perspektive betrachte, das ist einfach krass und einfach nur abartig. Aber da hat Gott schon mein Leben so in die richtigen Bahnen gelenkt und zu dem Zeitpunkt habe ich meine heutige Ehefrau kennengelernt. Ja, am Anfang, wir haben uns, obwohl wir gar nicht weit auseinander gewohnt haben, haben wir uns nur einmal am Wochenende getroffen, weil unter der Woche war es mir wichtiger, dass ich abends meine Drogen konsumieren kann. Und am Wochenende habe ich das halt immer so, ja, versteckt gemacht oder nicht gemacht, je nachdem, wie es funktioniert hat. Und so ging das fast, ja, 2, 3 Jahre, bis es eigentlich mal darum ging, entweder das wird jetzt ernst oder es geht auseinander. Und mir war es eigentlich wichtig, weil ich habe die Frau damals geliebt, so wie ich sie heute liebe. Heute liebe ich sie noch mehr sogar. Und ja, habe ich versucht, ein bisschen die Drogen, von den Drogen wegzukommen. Aber irgendwie hat es nicht wirklich funktioniert. Ich sage immer, meine Frau hat eigentlich einen drogensüchtigen Atheist geheiratet. Also trotz allem hat sie ist sie den Schritt gegangen und hat mich in ihr Herz geschlossen. Und wir haben eine Hochzeit geplant und haben geheiratet und es war alles wunderbar und schön, aber das Drogenproblem war immer noch da. Und eines Tages, das war gar nicht lang nach unserer Hochzeit, also vielleicht so 3, 4 Monate nach unserer Hochzeit, hat mich meine Schwiegermutter gefragt, ob ich die Kinder, also die Enkelkinder nicht zum Gottesdienst, zum Jugendgottesdienst in die Gemeinde, in die Kirche fahren kann. Habe ich gesagt, ja klar, wenn sonst keiner Zeit hat, kann ich gern machen. Ist leider am ganz anderen Ende von der Stadt und man ist so 20, 25 Minuten unterwegs. Dann dachte ich, gut, bevor ich da jetzt groß wieder nach Hause fahre, bleibe ich eben so lang dort. Und ja, dann bin ich da mit denen reingelaufen. Dann kamen schon die Ersten auf mich zu, hey, schön, dass du da bist und alles happy, clappy und Jesus liebt dich. Und ich so, was, wo bin ich denn hier gelandet? Total schräge Typen, total, ja. Ich konnte gar nichts damit anfangen und habe mich dann irgendwo so an die Seite gestellt und habe eigentlich abgewartet, bis es vorbei ist, bis so ein Lobpreis, so ein Jugendlicher auf mich zukam und meinte, ja, Gott hat gerade zu ihm gesagt, er soll für mich beten. Ich so, was? Ja gut, mach halt, das tut mir nicht weh. Ich hab eh nicht verstanden, die Musik war so laut, was er da gebetet hat. Ja, aber irgendwas hat mich in dem Moment ganz schön berührt. Es war Freitagabends. Und Sonntagmorgens
war ich wieder in der Gemeinde, weil mich einfach was gezogen hat. Da hat irgendwas hat es in mir ausgelöst. Und ich habe dann versucht, diesen Jugendlichen zu finden, der da für mich gebetet hat, und habe auch rumgefragt und so. Aber irgendwie kannte den keiner und wusste auch nicht, wen ich meine. Und von der Beschreibung her wusste keiner, wer das gewesen sein könnte. Also für mich ist halt klar, Gott hat einen Engel geschickt. Und ab da hat sich mein Leben eigentlich gravierend verändert. Ich wollte nur noch in die Gemeinde gehen und nur noch, noch mehr von Gott erfahren, noch mehr Gott erleben. Aber das Drogenproblem war immer noch da. Also ich bin zwar am Wochenende in Gottesdienst gegangen, aber trotz allem, wenn ich dann zu Hause war, habe ich trotzdem die Drogen konsumiert. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch viel Drogen verkauft, um mir das überhaupt finanzieren zu können. Habe dann auch so versucht, so mit Gott einen Deal zu machen und gesagt, hey, ich gebe dir den Zehnten von dem Drogengeld, dann können wir doch so weitermachen. Aber auch da hat Gott gleich gesagt, das ist nicht der Weg, den er für mich vorgesehen hat. Und ich habe dann immer mehr Predigten auch unterwegs gehört, weil ich war so on fire und ich wollte einfach mehr wissen. Ich wollte mehr von diesem Gott erfahren, den Gott der Liebe, den Gott der Barmherzigkeit und den Gott der Gnade. Das hat mich so erfüllt und hat diese Leere aufgefüllt in meinem Leben. Und so war es. Eines Tages bin ich im Auto nach Hause gefahren und habe auch wieder eine Predigt gehört und plötzlich höre ich so eine Stimme, die sagt zu mir, Robin, ich möchte, dass du in das Grab von deiner Schwester fährst und all den Menschen vergibst, die du für ihren Tod angeklagt hast. Dann habe ich mich so umgedreht, geschaut, weil so eine reale Stimme habe ich noch nie gehört. Also, die nicht da ist, die eigentlich nicht da ist. Und habe das halt so abgetan, habe gedacht, okay, jetzt wird es langsam spooky, jetzt wird es ein bisschen wild. Ich fahre jetzt am besten schnell nach Haus, konsumiere mein Material und dann komme ich auch wieder runter und dann ist alles in Ordnung. Und dann kam die Stimme wieder und hat gesagt, Robin, ich möchte, dass du jetzt ans Grab von deiner Schwester fährst und all den Menschen vergibst, die du für ihren Tod angeklagt hast. Und dann habe ich gedacht, okay, ist wohl doch eine wichtigere Geschichte und der Friedhof lag auch genau auf meinem Nachhauseweg. Genau zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Stimme gehört habe. Da habe ich gedacht, okay, wenn Gott so deutlich spricht, sollte man gehorsam sein und habe angehalten und bin dann wirklich ans Grab von meiner Schwester gegangen. Es war eigentlich ein ziemlich trüber und diesiger Tag und ich bin dann da wirklich am Grab von meiner Schwester auf die Knie gegangen und habe all die Menschen aufgezählt, wo ich gesagt habe, die haben Schuld oder der hat Schuld oder die haben meine Schwester dahin getrieben oder die haben sie nicht verstanden und habe das wirklich alles vor Gott gebracht und ich habe gemerkt, wie so ein riesen Rucksack so von meinen Schultern runtergeht und wie ich frei werde und einfach frei sein kann. Und da habe ich gemerkt, in der geistigen Welt ist was Brutales gerade passiert. Und nicht nur in der geistigen Welt, wie ich da so gekniet bin, merke ich wirklich, wie mein Kopf warm wird, wie mein Gesicht warm wird. Und dann mache ich die Augen auf und dann sehe ich wirklich, obwohl es eigentlich ein schlechter Regen, oder es ein riesiger Tag war, wie direkt über mir die Sonne stand und so ein Strahl auf mich runterkam. Und da habe ich gemerkt, so jetzt hat sich gewaltig was verändert. Und ja, es hat sich auch was verändert. Ich bin noch mehr mit Gott zusammengewachsen. Das mit den Drogen konnte ich immer noch nicht ganz lassen, aber es wurde schon wesentlich besser. Aber es gab immer wieder Rückfälle. Und ich hab Gott gefragt, was hindert mich daran oder was hält mich davon ab, das ganz zu lassen? Und habe aber keine Antwort bekommen und bin dann auch auf eine Männerfreizeit gegangen. Das nennt sich Encounter, wo man Gott wirklich ganz intensiv kennenlernen kann. Kann ich nur jedem empfehlen. Und gleich zu Beginn kam einer von den Leitern auf mich zu, der hat eine prophetische Gabe und meint so, Robin, ich sehe bei dir Unvergebenheit im Teenageralter. Und ich so, hey, was? Ich habe jetzt schon alles vor Gott gebracht und ich habe doch alles vergeben. Und dann hat er gemeint, nee, da muss noch irgendwas sein. Geh mal ins Gebet und frag Gott, was da Sache ist. Und ja, ich bin dann auf mein Zimmer gegangen und habe wirklich gebeten, habe gesagt, Herr, wo ist das Problem oder
wo habe ich noch Unvergebenheiten? Und dann hat Gott zu mir gesagt, weißt Robin, du hast allen vergeben, du hast deinen Eltern vergeben, du hast deiner Schwester, ihrem Freund vergeben, du hast all den Menschen vergeben, aber du hast deiner Schwester nicht vergeben. Und als ich das dann ausgesprochen hatte, dann hat sich auch wieder so ein riesen Knoten bei mir gelöst. Und am Ende dieses Encounter-Wochenendes hatte ich dann wirklich auch nochmal ein wahnsinniges Erlebnis. Es gab da einen Befreiungsdienst und mehrere Leute haben da für mich gebetet. Und ich habe halt gemerkt, wie da was in mir drin ist, was da nicht reingehört. Und einer der Leiter kam auf mich zu, hat mir die Hand aufgelegt, dann bin ich erstmal umgefallen. Ich habe das ja nie geglaubt, wenn ich das bei anderen gesehen habe. Dann dachte ich, okay, coole Show, was ihr abzieht, aber was soll das? Ja, bis ich dann da zappelnd auf dem Boden lag und gemerkt hat, wie ich da nur am Würgen war. Und ja, ich habe halt gemerkt, da kam was raus, was nicht zu mir gehört, was Gott nicht in mir drin haben möchte. Und es ging so ein paar Minuten. Und dann haben mich da ein paar wieder auf dem Boden aufgehoben und dann konnte ich, keine Ahnung, nur 10 Minuten lang lachen und habe mich gefreut, dass das Leben schön ist. Und seit diesem Tag habe ich nicht einmal wieder Drogen angefasst. Das war für mich, das Ding war gegessen und aus heutiger Sicht ist es ein krasses Wunder, weil ich hatte keine Entzugserscheinungen, ich hatte keine Nachwehen oder irgendwelche, ja, Die Gier war weg. Das kann man schon nur schwer erklären, wenn man in dieser Sucht niemanden nicht drin gesteckt hat. Aber die Gier nach dieser Droge, die hat Gott mir einfach weggenommen und hat mich von diesen Dämonen, die mich immer dazu geführt haben, das wieder zu tun, hat er mich befreit. Und preis den Herrn, alles Ehre sei Gott dafür. Und ich bin so dankbar, dass er mich da rausgeholt hat und dass er mich in ein Leben reingesetzt hat mit einer Frau, die mich liebt und die ich liebe und mit 2 wunderbaren Kindern, mit einer wirklich tollen Familie. Und ich danke Gott, dass ich so gesegnet sein kann. Und ich möchte dir einfach auf den Weg geben, dass Unvergebenheit für dich so eine geistige Blockade sein kann und dich von deinem wirklichen Leben, was Gott für dich vorgesehen hat, abhalten kann. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dass wenn du Menschen hast, auch wenn die es noch so verletzt haben oder noch so schlecht zu dir waren oder dein Herz zerdrückt haben, zerquetscht haben, dass du wirklich sagst, und Herr, und ich möchte auch diesen Menschen vergeben, weil dir bringt es nichts, wenn du ihnen nichts vergibst, aber wenn du ihnen vergeben kannst, dann hast du die Freiheit und kannst für Gott da sein und Gott kann für dich da sein und wirst ein gesegnetes Leben haben.